Und damit willkommen zurück zu Prison Architect. Ja, ich hatte heute, also für euch gestern, meinen ersten Arbeitstag mit dem Trampen und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, ich fühle mich alt. Also morgens um 5 aufstehen und abends dann um 8 zu Hause sein, ist schon anstrengend. Wir haben jetzt 7:45, ich bin seit einer Viertelstunde zu Hause, keine Angst, Abendessen hatte ich schon, weil ich habe vorher gegessen. Und sich dann noch hinzusetzen und Let's Play zu machen, finde ich jetzt heute überhaupt nicht schlimm, auch wenn ich ein bisschen müde bin, aber man gewöhnt sich an allem. Aber ich muss sagen, das schlaucht. Also so eine Mittagsstunde heute Mittag wäre schon drin gewesen. Wir starten mal. So, dass man ein bisschen abschalten kann. Während die hier jetzt noch bauen, habe ich mir noch was gedacht. Und zwar reißen wir hier die Wand ab. Denn wir brauchen ja noch Räume, wo wir, wie heißt das jetzt, eine Gruppensitzung machen können. Eine Gruppensitzung für Leute, die das Bedürfnis haben, sich auszusprechen, eine Besserung zu erfahren. Erstmal setzen wir hier unten noch Lampen. Und da dann bitte auch. Und da dann auch, damit hier überall meine Lampe ist. Hier drüben sind schon Lampen. Zack, zack, zack. Da kommt auch noch eine hin. Da auch, da auch. So, wir übertreiben jetzt. Da natürlich auch. Und hier darf das auch nicht fehlen. Na komm. Und einfach, damit er nicht komplett durch den dunklen Raum geht. Hier auch nochmal. Warte mal, ist da eine Lampe? Da ist eine Lampe. Das kannst du mal wieder löschen. Aber da ist noch keine. So. Das heißt, hier werden jetzt Gemeinschaftsräume entstehen. Ohne Wand, so wie im letzten Gefängnis auch. Gemeinschaftsraum. Oh, hast du wieder einen Spitzel? Wow, 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 wow. Hier, du bist gestorben. Dich hätte ich gerne. Ja, durchsuchen bringt nichts, du bist tot, oder? Oh Gott. Einer meiner Hausmeister ist gestorben. Ihr Penner. Ey, da killen sie einfach meinen Hausmeister. Dafür kriegt ihr jetzt Gemeinschaftsräume. Dir selber schuld. Naja, das gefällt mir nicht. Du kommst nochmal weg. Und dann kommst du da hin. So. Und jetzt brauchen wir einfach nur Stühle. So. Und einen ganz großen. So. Also keine Panik, Videos werden weiterhin regelmäßig kommen. Ich werde immer noch versuchen, so wenig wie möglich im Voraus aufzunehmen. Einfach um direkt auf Kommentare und so weiter eingehen zu können, um auf Tipps eingehen zu können. Das ist natürlich auch wichtig. Trotzdem ist es so, dass ich an manchen Tagen dazu gezwungen sein werde, ein bisschen vorzuproduzieren, wie zum Beispiel dann am Wochenende, wenn ich mal Zeit habe. Oder jetzt zum Beispiel nächstes Wochenende die Videos, die ihr von Freitag bis einschließlich Montag seht, sind vorproduziert. Das liegt daran, dass ich das Wochenende bei Mitch und Jesse verbringe, um mit Mitch zusammen den Keller auszuräumen und vielleicht das eine oder andere noch aufzunehmen. Außerdem ist ja bekannterweise Montag der 3.10., also Tag der Deutschen Einheit. Und da ich bei einem dänischen Arbeitgeber arbeite, gilt dieser Tag nicht als Feiertag. Ich bekomme zwar mehr Gehalt, weil es ein deutscher Feiertag ist, aber ich muss arbeiten. Klingt unfair, finde ich persönlich jetzt nicht unfair. Der steht da falsch. Da muss dann schon ein bisschen Ordnung drin sein. Das heißt, auch am Montag werde ich relativ müde sein. Nein, ich fahre dann halt direkt von Mitch und Jesse zu meinem neuen Arbeitgeber. Deswegen suche ich auch eine neue Wohnung, weil Mitch und Jesse wohnen jetzt. Also ich arbeite jetzt in der Stadt, in der Mitch und Jesse wohnen. Schwer zu erklären, der ganze Kram. Und deswegen würde ich da auch gerne selber wohnen, weil ich dann A, einen besseren Arbeitsweg habe, ohne dass ich um 5 Uhr aufstehen muss, weil ich fange erst um 8 an zu arbeiten. Das ist halt kacke, wer 3 Stunden früher aufstehen muss, nur wegen dem Arbeitsweg. Also das ist jetzt nicht, dass ich morgens so lange brauche. Ich brauche morgens eine Viertelstunde, um mich fertig zu machen. Ich frühstücke nicht und fahre dann los. Und um natürlich dann auch näher an Mitch und Jesse zu sein, war das Ganze mit den Let's Plays, den Gemeinschaftsobjekten oder einfach mal was so am Wochenende zu machen, sehr viel leichter macht. So, die Gemeinschaftsräume haben wir jetzt. Ich muss hier gerade so ein bisschen in den Themen wechseln.
Hier, guck mal. Ihr könnt mal 4 Stück starten. Dann kommen nämlich vielleicht auch mehrere. Ich bin natürlich doof. Tischlerlehre, Allgemeinbildung, Gruppentherapie für Alkoholiker. Das können wir mal starten. Hatte ich noch was? Nein, okay. So. Das könnt ihr mal starten. Da kann noch einer rein. Da können sogar ein paar rein. So. Wollen zwar nicht alle, aber egal. Geistige Führung. Können wir auch noch mal ein paar reinknallen. So, dann hat jeder auch die Möglichkeit, etwas zu machen. Uns fehlen jetzt immer noch... Oh, guck mal. Minus 500 täglicher Cashflow. Wir brauchen mehr Zellen. Das heißt, als erstes wollte ich hier rüber... Wie hatte ich mir das jetzt gedacht? Jetzt bin ich natürlich raus. Egal, wir brauchen mehr Zellen. Das heißt, wir hatten extra hier erweitert. Ich hätte immer noch gern ein bisschen Platz nach rechts und links. Da fehlt jetzt natürlich noch ein Zugang. Den knallen wir jetzt einfach mal dahin. Einfach nur, damit ein Zugang da ist. Und lassen das nochmal ein bisschen laufen. So. Wir haben abends, nee, nachmittags 2 Uhr. Heute Nacht kommt wieder Razzia. Auf jeden Fall. Ja, das heißt, mein Arbeitstag oder mein Alltag besteht darin, dass ich extrem viel hin und her fahre, was den Arbeitstag zwar nicht anstrengender macht, aber den Tag an sich natürlich anstrengender macht. Darunter sollt ihr aber nicht leiden. Deswegen bemühe ich mich, das Ganze so weit wie möglich fortzuführen. Ja, was haben wir denn noch? Was hat sich noch geändert? Ach ja, dänischer Arbeitgeber, genau. Ich arbeite nicht nur beim dänischen Arbeitgeber, sondern ich arbeite den ganzen Tag auf Dänisch. Das heißt, ich unterhalte mich in der Firma auf Dänisch, ich unterhalte mich mit den Kunden nur auf Dänisch, weil es natürlich dänische Kunden sind. Und zwar habe ich jetzt gewechselt von der Augenoptik in die dänische Telekom, sozusagen. Ja, also ich bin Kundenberater. Ich kümmere mich um die kleinen Wehwehchen des Internetanbieters, Mobilcom und so weiter und so fort. Also da kümmere ich mich jetzt drum. Und ja, gebe ich euch einen kleinen Vorgeschmack davon. Könnte ich ja eigentlich mal machen. Also wer jetzt den folgenden Satz nicht versteht, ich werde ihn natürlich danach auf Deutsch nochmal wiederholen, aber der muss dann damit leben. Das war ja Lee Tank um, war ja vor klar, war ja vor Teller. Naja, wir vertellen nur um die neue Arbeit, alle um das Bro, ja Bruder. Was ich gerade gesagt habe, ist, dass ich darüber überlege, was ich erzählen soll, wenn ich über die neue Arbeit bzw. über die Sprache etwas erzählen möchte, was gerade kommt. Das ist jetzt ein bisschen schwierig übersetzt, weil der Satzbau natürlich anders ist. Aber ich glaube, das kommt dann so im Ganzen zurecht. Ich werde euch mit dem dänischen Singsang nicht weiter belästigen. Keine Panik. Nur, dass man so einen kleinen Vorgeschmack kriegt. Und das mache ich jetzt den ganzen Tag. Mir macht Spaß. Die dänische Mentalität ist auch ein bisschen gelassener als in Deutschland. Ich kann euch da natürlich nichts von der neuen Arbeitsstelle erzählen. Nicht viel zumindest, weil ich auch eine Schweigepflicht unterschrieben habe, wie immer. Aber ich kann euch was von meiner früheren Arbeit erzählen als Augenoptiker. Da ist es dann zum Beispiel so, in Deutschland sage ich jetzt mal, wenn ihr eine Gleitsichtbrille bestellt, also alle ab 45 plus für euch jungen Leute da draußen, da wäre ja nur die Einstärkenbrille zu beachten. Da dauert das Liefern, Einarbeiten der Gläser, Anpassen und so weiter bei Einstärkenbrillen so circa 12 Tage. Und bei Mehrstärkengläsern, also Gleitsicht, Bifokal, Trifokal, etc., das sagt euch alles nichts, ist auch vollkommen in Ordnung, da dauert das dann so 3 bis 4 Wochen. Jetzt ist es so, dass wenn in Deutschland eine Einstärkenbrille nach 12 Tagen fertig sein soll, das klingt jetzt so abwertend, soll es aber nicht sein, keine Panik, ich finde es eher lustig, dann schlaf, wir machen eine Razzia, dann ruft der gute deutsche Kunde nach bereits, sagen wir, 9 Tagen an und fragt nach, ob die Brille schon vorhanden ist, ob die Brille schon fertig ist. Das ist natürlich auch sein gutes Recht, es stört ja auch keinen, wenn er vorher anruft, aber ich sag mal, nach deutscher, der gute deutsche Arbeiter hat natürlich gesagt 12 Tage und dann kommt das Ding auch nach 12 Tagen, ja? Wir sind hier ja sehr nach Zeitplan und alles muss eine Unterschrift drauf und es muss alles perfekt sein und ihr wisst, was ich meine. Die Deutschen arbeiten wie ein Uhrwerk. So. Und ich als halber Däne kenne natürlich beide Seiten.
Und da kann ich halt sagen, die Ideen sind so, ja, es dauert 18 Tage, dann frage ich mal nach 21 nach, wie es denn aussieht, ob sie eventuell mit etwas Glück da ist. Dann sage ich als Kunde, als Arbeitgeber, wieso kannst du die nicht abreißen? Mach das nochmal. Dann sage ich als Mitarbeiter, der die Brille hatte, ja, tut uns leid. Dann werf sie halt weg. Tut uns leid, der Azubi hat leider das Brillenglas, das eine, kaputt gemacht. Jetzt ist es natürlich so, das Brillenglas dauert 18 Tage, da kann ich nichts dran ändern. Ja? Also ich kann nicht sagen, mach mal schnell, das funktioniert nicht, weil das muss auch trocknen, das wird mit verschiedenen Beschichtungen behandelt, mit verschiedenen Giftstoffen auch besprüht. Natürlich, um dann wieder normal gemacht zu werden. Ihr kennt das, in Seife ist auch Terpentin oder Benzol. Das heißt, es geht nicht schneller. Der Deutsche wird sich jetzt, nicht jeder, aber ein paar der Deutschen würden sich jetzt beschweren. Der Däne sagt, ist doch nicht das Problem, frage ich halt in 3 Wochen nochmal nach. Wenn jetzt wieder etwas schief läuft mit dieser Brille, dann dauert das natürlich nochmal 3 Wochen. Dann kommt der Däne doch tatsächlich auf die Idee, dir einen Kuchen vorbeizubringen. Das macht natürlich auch nicht jeder Däne, ja. Ich gehe jetzt immer von dem lustigen Story-Typen rein. Dann kommt der Däne auf die Idee, dir einen Kuchen reinzubringen, weil man ja so viel anstrengende Arbeit mit ihm hatte. Das war ja so anstrengend, das hat ja alles nicht so funktioniert, wie es gerne sollte. Das tut ihm leid. Der Deutsche wird die Brille wahrscheinlich, sag ich jetzt mal, ja, stornieren. Was sein gutes Recht ist. Mein Gott, ey. Wer wartet denn 3 Monate auf eine Brille? Also, das würde ich persönlich auch nicht. Da bin ich dann, wenn man das so sagen darf, deutsch. Ist so. Diesen Ruf haben wir aber auch in Dänemark. Also, oder in vielen ausländischen Bereichen der Welt. Gibt ja nicht nur Deutschland. Nein, ja, es war so klar. Dass wir Deutschen sehr... Nein. Ich bin so doof. Das reicht jetzt. Ja, ist in Ordnung. So, tschüssi. Habe ich da jetzt nochmal was drauf gebaut? Ich muss das jetzt erst kurz fertig machen, bevor ich hier... So, mach weg. Oh, scheiße, habe ich die jetzt auch abgerissen? Weiß ich nicht. Materialien, Betonwand, die ziehen wir nochmal schnell nach. So, jetzt kommt schnell. Ah. Das kopiert er jetzt nicht, ne? Nein, er kann kein kopiertes Ding kopieren. Das klappt nicht. Nicht, solange das nicht gebaut ist. Ich mache das jetzt noch schnell fertig. So. Haben wir es jetzt. Natürlich hat er nur die Zelle kopiert, aber das hat er jetzt übertragen. Hoffentlich klappt das jetzt. Hoffentlich klappt das auch da. Fundament in Arbeit. Da fehlt auch noch was an Fundament. Das gibt's nicht, Mann. Wen verprügelt ihr denn heute schon wieder? Ich kann mir nicht anvisieren. Jetzt prügelt drauf los da. Ich mach gleich noch einen Taser-Raum. Das wird auch noch wichtig. Dass der Däne da halt einfach, ja, lockerer ist. Die haben damit nicht so das Problem. Und das merkt man natürlich auch bei der Arbeitszeit an sich. Ich sag jetzt mal, es gibt morgens Frühstück. Also bezahlt vom Chef. Wer kriegt von euch heutzutage noch Frühstück, bezahltes Frühstück auf der Arbeit? Also das ist ja, keine Ahnung, ich hatte das vorher nicht. Für mich ist das reiner Luxus. Und ich find's gut. Ist in Klammern jetzt nur, ne, Cornflakes, mein Apfel, Müsli, also man hat schon ein bisschen Auswahl. Aber es ist halt nicht jetzt Luxusessen, es ist kein Buffet oder so. Aber, meine Güte. Der Chef verteilt auch mal Bonbons. Es stehen überall Süßigkeiten rum, was gut für meine Figur ist. Oh, ist das toll, da freuen wir uns alle drüber. Ihr kennt das ja selber, kurz naschen. Und 10 Sekunden Freude, 10 Jahre Hüftgold. Ist recht, weil man im Kundenservice ja auch so viel außen rumläuft, also draußen rumläuft. Nämlich im Endeffekt gar nicht. Ist da Wasserversorgung? Nein. Die ziehen wir jetzt noch schnell durch. Das heißt dann natürlich, dass ich darauf ein bisschen mehr Augenmerk legen muss, dass das nicht überhand nimmt und ich nach einem halben Jahr aussehe wie eine geplatzte Zitrone. Oder noch schlimmer,
Aber darum kümmere ich mich schon. Das kriegen wir schon. So, wenn ich das jetzt richtig sehe, muss hier oben immer ganz rechts. Ja, zwischendurch muss ich mich dann doch nochmal aufs Spiel konzentrieren. Ach, und links auch ganz rechts. Ganz links dann, aber auch ganz oben. Das finde ich doch gut. Das spart ein bisschen Geld. Dafür können die leichter buddeln. Erwähne ich, glaube ich, jetzt auch jede Folge. So, was sagt da? Ihr sollt bitte die Priorität erhöhen. Materialien, Wand abreißen. Und das da bitte. Und das war jetzt Stromkabel. Ich wollte eigentlich die Wand abreißen. Na egal, wird schon machen. Werden die schon machen. Das kriegen die schon hin. Ich hoffe nur, dass das bald losgeht, damit wir noch ein bisschen Kohle bekommen. Ja, also es gibt Frühstück auf der Arbeit. Was gibt's denn noch? Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld. Gut, das kann man in deutschen Firmen auch noch haben zwischendurch. Zwar nicht überall, aber in ein paar. Es gibt einen höheren Stundenlohn. Da braucht man gar nicht drüber reden. Die Dänen verdienen mehr. Zwar, ich sag mal, ich arbeite immer noch in Deutschland, zwar direkt an der dänischen Grenze, aber die sind natürlich nach Deutschland gegangen, weil sie hier geringere Löhne zahlen müssen als in Dänemark. Wobei sie immer noch mehr bezahlen als der Durchschnitt und auch mehr bezahlen als die Konkurrenz. Da kann man auch so offen drüber reden, ich muss ja keine genauen Zahlen nennen. Ja, und das ist halt einfach eine andere Mentalität, die man beim Arbeiten auch merkt. Also, es gibt keinen Sie im Dänischen. Das gibt's nicht. Es gibt sowas wie Eure Hoheit, aber selbst die Königin wird geduzt. Also, wenn ich euch mal auf der Straße treffen sollte, nicht wundern, ich duze euch alle. Ja, ich bin nun mal so aufgewachsen. Ich kenne natürlich das Sie und wenn ich mich anstrenge, dann kriege ich es auch hin mit dem Sie. Aber so im Alltag, jeden Tag, andauernd, da habe ich persönlich auch keine Lust drauf. Das ist mir zu anstrengend. Mir rutscht es sowieso andauernd raus. Und, ja, dann bringt das nichts. So, Zuschüsse. Auf 100 kommen wir damit wohl nicht. Obwohl, doch, müssen wir sowieso. Müssen wir. Ich weiß, ich wollte eigentlich die Schilder bauen, aber wir brauchen mehr Insassen. Mehr Besucher. Haha. Deswegen, also ich werde euch auf jeden Fall duzen. Tut mir leid, wenn es so ist. Ihr dürft natürlich gerne sagen, dann sollte man sich sehen, ey, bitte sieht's mich, ja. Ich werde es dann versuchen umzusetzen. Es kann aber passieren, dass ich euch nach dem dritten Satz wieder duze. Das ist so. Es tut mir leid, in der Hinsicht bin ich ziemlich resistent. Man kann auch doof sagen. Damit müsst ihr dann leben und nicht ich. Auf jeden Fall. Gut. Das mit der Kohle muss echt noch klappen hier. Gib mal Gas jetzt. Und den muss ich im Auge behalten. Der wird nämlich jetzt ziemlich belastet. Gut, der natürlich auch, aber nicht ganz so stark. Aber wir sollten wieder auf einen grünen Zweig kommen hier mit dem täglichen Cashflow, mit dem täglichen Einnahmen. Hohe Priorität bitte. So. Haben wir das jetzt endlich? Ja, sehr gut. So, und jetzt reißen sie auch die Wand ab. Dann passt das wieder. Den hatte ich nämlich übersehen. Wurde da gerade ein Mitarbeiter angegriffen? Nein. Jetzt bin ich gerade im Überlegen. Müsste ich hier nicht dann auch... reiß die mal bitte ab. Müsste ich hier dann nicht auch Metalldetektoren bauen? Ich mache das einfach mal. Was jetzt natürlich noch nicht geht. Ey, wir hatten das da so dreckig und kaputt gemacht. Warte, du hast ein Kind dabei. Wieso kriege ich... Es gibt keine freie Zelle für diesen Häftling. Nein, das weiß ich. Ich habe keine Kinderzellen. Oh Gott, also müssen wir jetzt... Oh, Scheibenkleister. Gut, das wird dann das nächste. Hier kommen dann Kinderzellen hin. Ja. Also Mutter-Kind-Zellen. Welche habe ich gerade kopiert? Die habe ich gerade kopiert. Das heißt, hier kommen Mutter-Kind-Zellen hin. Einmal pausieren. Weil ich muss dann die Zelle ändern. Das machen wir dann gleich. So. Guck mal, bis da könnt ihr. Das ist doch vollkommen in Ordnung. Dann noch schnell die andere Seite. Wenigstens bis da. Zack. Zack. Schön langsam. Nicht wieder verhauen hier. Objekte. Ah ne, erstmal Räume.
Das muss ja jetzt eine Familienzelle sein. Änderst du das? Ja, sehr gut. Zack, zack, zack. Dann kann ich die nämlich danach kopieren. Ich hätte jetzt natürlich auch einfach zwei Zellen setzen können und die dann kopieren können, aber dann hätte ich sie auch komplett ausbauen müssen und ich habe Angst, dass das Geld dafür nicht reicht. Das werden wir ja gleich sehen. So. Jetzt muss da natürlich noch das Kinderbett rein. Das Gitterbett. Du kommst da hin. Ich glaube, da ist das ganz cool. Kann ich da jetzt noch so einen geilen Teddybär reinsetzen oder so? Irgendwas Cooles. Gibt es für die noch irgendwas zu spielen? Ne, leider nicht. Aber wir können hier so ein Gitterfenster vorknallen. Und wir brauchen eine Kinderkrippe. Aktivitäten für Häftlinge mit Kindern. Den setzen wir mal dahin. So. Ich weiß, wir überziehen schon wieder. Aber das würde ich jetzt gerne noch regeln, damit das dann beim nächsten Mal, wenn ich wieder stundenlang eine Begrüßung mache, bis dahin auch geregelt werden kann, gebaut werden kann. Was muss da rein? Gitterbett, Spielmatte, Serviertisch, Tisch, Bank. Okay. Also Serviertisch, Tisch, Bank, Gitterbetten. Ich stelle einfach mal... Na komm, machen wir hier drüben auch noch eine Bank hin. Dann stellen wir da mal ein paar Gitterbetten rein. Ich weiß natürlich nicht, wie viel man da jetzt braucht. Ein paar Spielmatten. Oh komm, die machen wir einfach so. Dann kriegen wir hier so einen geilen Teppich rein. Dann kommt hier noch ein Serviertisch hin. Ich weiß echt nicht, wie viel sie brauchen. Keine Ahnung, das ist das erste Mal, dass ich das damit mache. Dann bauen wir hier noch einen Tisch hin. Und eine Bank und eine Bank. Und noch ein paar Gitterbetten. So, und damit die Eltern sich nicht langweilen. Oder die Kinder. Wie auch immer, gibt es erstmal ein paar Fernseher. Eine Telefonzelle für die Eltern. Oder zwei. Ein Radio. Das kommt dann noch hier. Guck mal. Kinderbeschallung. Nee, das machen wir nicht. Machen wir hier die Radios hin. So. Fehlt da jetzt noch was? Ladenfront? Nein. Ich glaube, das ist alles. So, und jetzt bin ich gespannt, ob wir noch Kohle haben. Das war knapp. Das war knapp. Aber ja, geil. Dann haben wir die Kinderkrippe. Und die Familienzellen. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wollte mich sowieso noch bedanken, dass so viele Leute zuschauen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wir sehen uns in der nächsten Folge, also morgen wieder. Haut rein, Leute. Und ich wünsche euch eine gute Nacht. Ich gehe nämlich heute früh ins Bett. Ciao.